Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Heute laufe ich durch Jurassic World und möchte euch etwas über das gefallene Königreich erzählen. Doch bevor wir uns ein paar Dinosaurier suchen, zeige ich euch hier den Trailer, erzähle euch ein bisschen was zur Handlung und dann sehen wir uns gleich wieder. 3 Jahre nach den Ereignissen in Jurassic World droht der auf Isla Nubla liegende Vulkan auszubrechen. Dieses Ereignis bringt eine Diskussion ins Rollen, ob Dinosaurier die gleichen Rechte bekommen sollten wie normale Tiere und ob diese gerettet werden sollen. Da der Antrag abgelehnt wird, reisen Owen Grady zusammen mit einem Team auf eigene Gefahr nach Isla Nubla, um die Dinosaurier einzufangen und zum Festland zu bringen. Doch ist diese Entscheidung echt die bessere Lösung? Jurassic World, das gefallene Königreich, geht etwa 130 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und der bereits 5. Teil der Reihe. Leute, ich habe gerade meine ersten Dinosaurier gesehen. Mega cool. Echt mal schön, wieder einen Vlog aufzunehmen und das Ganze dann mit einer Filmreview zu kombinieren. Also falls ihr jemals die Gelegenheit haben solltet, Jurassic World zu besuchen, macht das auf jeden Fall. Es lohnt sich wirklich. Aber ihr solltet die Warnung ignorieren, dass ab und zu mal ein Dinosaurier ausbrechen kann. Es ist bisher auch nur einer aus unserer Gruppe gefressen worden. Puh. Erstmal eine Pause machen, aber man sieht schon im Hintergrund laufen noch mega viele Dinosaurier hier rum. Ich finde es mega cool, durch diesen Park zu laufen, aber reden wir nochmal über den Film. Was mir in diesem Film besonders gut gefallen hat, waren vor allem die Effekte, da unter anderem die Dinosaurier und der Vulkanausbruch. Die sahen sehr realistisch aus und waren echt gigantisch. Aber jetzt geht's erstmal weiter, weitere Dinosaurier fotografieren. Die Musik war wieder von Michael Giacchino, der auch schon den Soundtrack für den ersten Jurassic World Teil komponiert hat. Die fand ich da schon toll und auch hier wieder super eingesetzt. Der Soundtrack aus Jurassic Park ist zwar ein kleines bisschen besser, aber der von Michael Giacchino kommt ihm schon verdammt nahe. Guten Morgen, Leute. Es ist bereits der nächste Tag und gestern Abend kam noch ein Gewitter mit Blitzen im Sekundentakt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber ein Jeep konnte uns noch rechtzeitig abholen und zurück zur Hotelanlage bringen. Ich habe extrem wenig geschlafen, aber da heute unser vorletzter Tag ist, wollte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mal noch ein paar Fotos von Dinosauriern zu machen. Aber gebt euch erstmal diese mega coole Aussicht. Die Handlung des Films war recht aktuell gehalten, vor allem bei dem Aspekt über die Rechte der Dinosaurier. Dieses Thema wurde in der alten Trilogie eher selten aufgegriffen, wobei es hierbei auch eigentlich nur bei dem Ausbruch des Vulkans zum Thema wurde. Dieses Element fand ich sehr gut, weil es da nicht nur noch um eine Insel mit Dinosauriern ging, sondern es wurde auch mit aktuellen Geschehnissen verknüpft, was es dann etwas realistischer macht. Schade dabei fand ich allerdings, dass die Handlung zu sehr an Jurassic Park 2, die vergessene Welt, angelehnt war, der mir damals nicht so gut gefallen hat. Das ist auch eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich hierbei habe. Die Handlung hat sehr spannend angefangen, hatte allerdings einen kleinen Hänger in der Mitte. Das Ende war wieder sehr gut und hat auf jeden Fall Spaß auf den nächsten Teil gemacht, der leider erst 2021 in die Kinos kommt. Bei einer solchen Handlung kann man eigentlich nicht viel meckern, weil der erste Teil einer Trilogie immer dazu da ist, um den Zuschauer zu ködern, der zweite, um die Handlung voranzutreiben und der dritte ist dann La Grande Finale mit der meisten Action. Ich hoffe, hier bin ich erstmal sicher. Ich habe meine Gruppe verloren und muss ganz schnell zurück ins Hotel. Aber ich möchte euch erstmal was über den Cast verraten. Owen Grady, gespielt von Chris Pratt, und Claire Dearing von Bruce Dallas, kommen auch wieder im zweiten Jurassic World Teil vor. Die waren genauso gut wie im ersten Teil, aber ich möchte lieber über die neue Besetzung sprechen. Ich höre was, ich muss weiter. Frank
Captain Webb, gespielt von Justin Smith, ist Teil von Claires Rettungsteam und reist mit auf die Insel. Er soll Spaß in den Film reinbringen und das macht er sehr überzeugend. Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum, hatte auch einen kurzen Gastauftritt. Er war in den ersten beiden Jurassic Park Teilen dabei, war aber nie so ein großer Fan der Dinosaurier. Da, ich sehe das Hotel. Wir sehen uns später, Leute. Eurasia und die Dinosaurier von der Hotelanlage ferngehalten und sie eingefangen. Sie sollen zum Festland gebracht werden und dort untersucht werden. Aber kommen wir nochmal zurück zum Film. Wer Fan des Franchises ist, dem wird er sicherlich gefallen. Obwohl er ein ganz kleines bisschen schlechter ist als der erste Jurassic World Teil, aber immer noch deutlich besser als Jurassic Park 2 Vergessene Welt. Ich gebe ihm 7 von 10 möglichen Punkten, weil er im Mittelteil etwas zäh war, aber im Großen und Ganzen war der Film okay. Während meines Aufenthalts hier im Park habe ich auch das neue Jurassic World Alive getestet. Das ist ähnlich wie Pokémon Go, nur dass man hier Dinosaurier fängt. Die Review dazu kommt nächste Woche. Falls du den Film schon gesehen hast, kannst du mir gerne deine Meinung unten in die Kommentare schreiben und gib dem Video einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, damit du in Zukunft nichts verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Achtung, Achtung, hier spricht der örtliche Sicherheitsdienst. Die für Untersuchungen eingefangenen Dinosaurier sind entkommen und laufen direkt auf die Stadt zu. Wir bitten Sie, nicht mehr die Häuser zu verlassen, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Willkommen in Jurassic World.